In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr selber Müsli-Riegel machen könnt. Ich habe mich für Müsli-Riegel mit Kokosgeschmack entschieden. Dafür nehmt ihr entweder Haferflocken, Kokosraspeln und gemahlte Haselnüsse oder wie ich, nehmt ihr einfach direkt ein Knuspermüsli mit Kokosraspeln. Davon braucht ihr 200 Gramm. Zusätzlich benötigt ihr noch 70 Gramm Butter oder Margarine, 45 Gramm Wasser und 90 Gramm Honig. In dem ersten Schritt erhitzt ihr die Butter bzw. Margarine und gebt dann Wasser und Honig dazu und lasst es sprudelnd aufkochen. Und danach rührt ihr euer Müsli unter. So sieht das Ganze dann nach dem Umrühren aus. Und jetzt nehmt ihr ein Blech, am besten ein ganz kleines, so eins, und legt das mit Backpapier aus. Und streicht die Masse jetzt ungefähr 3 cm dick auf das Blech und drückt die ganz feste da drauf. Ich habe die Masse jetzt aufs Blech aufgetragen und feste drauf gedrückt und nehme jetzt ein Messer und markiere meine späteren Schnittlinien. Vorsichtig durchschneiden in einer beliebigen Form. Man muss es auch nicht durchschneiden, nur dass man das nachher besser durchbrechen kann. Schön vorsichtig, damit das nicht auseinanderfällt. So, und das Ganze muss jetzt bei 200 Grad 20 Minuten backen. Die Müsli-Riegel sind jetzt fertig, haben obendrauf eine schöne goldbraune Farbe bekommen. Die muss man jetzt noch gut abkühlen lassen, damit sie auch noch ein bisschen härter werden. Und kann sie dann danach problemlos auseinanderbrechen bzw. auseinanderschneiden. Wer möchte, kann zum Schluss noch ein bisschen Kuvertüre machen, also Schokolade schmelzen und da drauf streichen. Ja, und dann sind die Müsli-Riegel fertig.